Das ist jetzt meine Geheimzutat. Eine Geheimzutat? Ja. Ist das jetzt erlaubt? Es ist unglaublich. Der ganze Angelplatz, der stinkt irgendwie bestialisch nach Krabbe. Genau. Das ist der erste Brassenschleim? Nee, guck mal. Sonne ballert die Sau. Genau. Das ist Sonnencreme. Super, schöner Fisch. Jo, riecht lecker. Könnt ihr sogar selber essen noch. Hier kommt die Einheit, man kennt sie mein bei. Bevor sie einreißt, beginnt die Beißzeit. Fishing Team Highlight. Fishing Team Highlight, der Norden ruled. Moin Moin meine Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Moin Dennis. Moin Dome. Schön, dass es wieder geklappt hat. Letztes Mal auf Zander. Heute wollen wir Brassen ärgern, ne? Ja, was man dazu sagen muss, es ist Schonzeit. Ja, Raubfisch ist tabu. Was macht man, wirklich um die Zeit zu überbrücken? Man angelt auf Friedfisch, ne? Und gerade die Brassen, die bocken ja auch wirklich richtig. Es macht immer richtig Spaß. Wir beide haben auf jeden Fall eine schöne, spannende Mission heute. Und zwar haben wir zwei verschiedene Köder, zwei verschiedene Methoden. Mhm. Du fiederst, ganz normal. Ganz klassisch, mit Made, wie man es kennt. Oldschool, kann man ja fast sagen. Grundfutter, Made, Futterkorb, ganz einfach. Und ich werde Messet fiedern, was haben wir gesagt, Hipsterköder. Ne? Hipsterköder. Hipsterköder. Ein paar Poppies, auftreibende Poppies an der Messet Feeder. Ja, einfach ein bisschen mit Humor nehmen. Wir machen da kein ernstes Duell draus, aber wir machen so ein kleines internes Battle in Anführungsstrichen. Mal schauen, welche Köder besser fangen. Und jetzt würde ich sagen, schnacken wir gar nicht so lange. Genau. Futterplatz anlegen. Futter mischen. Geht's los. Ein paar Brassen haben wir ja schon gesehen. Ne? Gesehen haben wir schon welche. Viel Glück, mein Lieber. Sag mal, Dennis, aber jetzt hier nicht mit unfairen Mitteln, ne? Was hast du denn da? Das ist jetzt meine Geheimzutat. Eine Geheimzutat? Ja. Ist das jetzt erlaubt? Also gerade hier an der Elbe habe ich das Gefühl, so Monster Crab Aroma. Ja. Gibt es von verschiedenen Herstellern, Monster Crab. Da stehen die Brassen total drauf. Also schön, wirklich, dass du mir das wenigstens im Vorfeld noch sagst. Nein, das sage ich dir nicht im Vorfeld. Ja, das kommt hier ins Futter mit rein, ein bisschen, ein paar Spritzer. Das reicht völlig aus. Ja. Ansonsten nur Made, ohne Pipapo, ohne Schnickschnack, ohne deine Dumbbells. Ja. Ohne Beulies. Schau mal. Aber komm, so eine kleine Geheimzutat, das ist ja auch schon so ein bisschen. Ja, dann man muss sich halt dem Gewässer anpassen. Ne? Elbe, alles voll mit Krabben, Monster Crab Aroma, passt. Perfekt. Okay, ja. Schauen wir mal. Das ist unglaublich, der ganze Angelplatz, der stinkt irgendwie bestialisch nach Krabbe. Ich weiß nicht, was für ein Teufelzeug das ist, Dennis, aber es ist wirklich bestialisch. Also so eine Mischung aus Tabasco, Tomate, vergammelten Krebsen, also wirklich, hier stinkt einfach alles bestialisch. Naja, wir schauen mal, ob sein Futter dadurch angenommen wird oder besser angenommen wird. Ich fische jetzt hier heute so ein grünes Muschelfutter. Da habe ich mal mit dem Dennis Sievers sehr gute Fangerfolge erzielen können. Schönes Messet-Fiederfutter. Rühre das auch ganz normal mit Wasser an. Vielleicht mache ich noch so ein bisschen von der Maisdose den Maissaft mit rein, dass das noch ein bisschen besser haftet und klebt. Und wie gesagt, gleich köder ich dann mal an, mache die Route fertig und dann zeige ich euch nochmal, mit welchem Dumbbell ich heute loslege. Ich sehe schon, denn es ist heiß wie Frittenfett. Die Rute ist schon aufgebaut und auf dem Ständer. Ich muss mich wohl ein bisschen ranhalten. Wichtig, Schnurclip, Entfernung immer die gleiche. Und auf dem gegenüberliegenden Ufer einen Punkt fixieren, dass man immer wieder die gleiche Stelle trifft. Zwei, dreimal schon mal rauswerfen, ein bisschen Futter rausbringen, ne? Manchmal jetzt drei Körbe und der vierte fliegt dann mit Futter rein. Ja. Das ist deine 9-Euro-Route? Das ist jetzt die 9-Euro-Route. Das ist unfassbar, ne? Also man braucht hier nicht irgendwie so High-End, wenn man jetzt nur mal zur Überbrückung oder Schonzeit mit angelt. Aber 9 Euro, wo kriegt man denn sowas? Internetshop. Irgendwo. Wahnsinn. Zepco, um jetzt keine Marke zu nennen, aber es gibt andere. Marco hast du genannt. Es gibt gut. Auch andere Billig-Fiederrouten, sag ich mal. Die Rolle genauso, die hat 15 Euro oder so gekostet, ja. So, und da Dennis ja schon echt stark motiviert ist, also wirklich stark, er hat sogar schon ein Brassenhandtuch parat gelegt. Jeder weiß, Brassen schleimig wie Sau, ja. Stinken wie Sau. Und dann muss man das nicht jedes Mal in seine Hose abschmieren. Generell ist ja Fiedern eine sehr dreckige Angelegenheit. Das Futter hast du überall in den Haaren. Ja. Überall Tasche immer zumachen, ja, sonst hast du das Futter in der Tasche. Ja, ansonsten geht's jetzt los. Jo, und ich mache auch mal weiter. Weil sonst hast du natürlich schon gleich einen Vorsprung. Ja, den habe ich sowieso. So, ich muss mich ranhalten. Dennis angelt schon die ganze Zeit. Hat er auch schon den ersten Zupfer. Ja, einfach unfair, ne, würde ich sagen, oder?
Was meint ihr? Müsst ihr mal unbedingt in die Kommentare schreiben. Ja, Dome, wenn du so langsam bist. Genau. Ja. Aber du musst ja auch alles ein bisschen erklären. Ja. Und ich muss mich um die Kamera kümmern, das stimmt. Das ist immer der Nachteil beim Angeln, aber es ist kein Meckern jetzt. So, ich mache jetzt hier schnell meinen Haken dran. Das ist ein spezieller Messet-Feeder-Haken. Ganz kurz. Ja, vielleicht gehe ich zur Montage nachher noch mal ganz kurz drauf ein für unsere Anfänger. Ich angle jetzt hier mit einem kleinen Spike, mit einem kleinen Speer und werde da jetzt ein Dumbbell ist das gar nicht. Doch, ist ein Dumbbell. Werde hier einen Dumbbell raufnehmen. Ich denke mal, ich werde erstmal einen roten nehmen. Brassen mögen ja rote Partikel. Ja. Die Farbe Rot mag die Brasse, von daher nehme ich jetzt hier so einen roten Bloody Wet Pancake. Ja, riecht lecker, könnte ich sogar selber essen. Sag ich mal. Willst du mal duften? So, ich mache mal kurz hier mein Vorfach ran. Kann man nehmen, ne? Also auf jeden Fall besser als dein Krabbenzeug. Nein, wir haben jetzt gesagt, dass nur Brassenzehen oder große Güstern, können wir auch nochmal sagen, ne? Ja. Aber jetzt so Rotaugenzehen jetzt nicht mit in die Wertung, weil da hat natürlich die Marder auf jeden Fall den Vorteil, weil so ein kleines Rotauge wird jetzt hier so ein Poppy nicht runterkriegen. Wobei, das sind echt kleine, das sieht aus wie Teichfutter eigentlich. Das würde bestimmt auch ein Rotauge schaffen. Nichtsdestotrotz, zehen jetzt nur Brassen. Und da bin ich schon richtig gespannt, ob das hier gleich was wird, du. Ja, die Made, ne? Die Made. Was schätzt du, was hast du? Ja, das ist hier eine kleine Plätze. Kleiner Köderfisch. Für meinen Schneider, Fisch angeln. Naja, und Teegüster. Jo. Das sage ich doch schon mal, Petri. Haben wir nicht gesagt, Güstern zählen auch? Ja, aber große haben wir gesagt, ne? Ab wann ist groß? Na, das ist für mich untermaßig. Aber es ist ein schöner Fisch. Dickes, ja. Petri. Petri, Dank. So, ich schmeiß mal schnell raus, ne? Jetzt komme ich auch endlich mal zum Angeln. Die fliegt jetzt einmal raus. Ich hatte natürlich auch einen Schnurclip reingemacht. Merkt mir jetzt bei der Brücke, die ich dort habe, dritter Pfeiler. Und dann muss ich ja auf die Weite gar nicht mehr achten, weil ich den Schnurclip habe. Dass ich auch immer wieder an meinem Futterplatz lande. So, zack. Wunderbar. Dort lege ich sie jetzt ab und dann schauen wir mal, was besser fängt. Das sah ja fast nach Brasse aus, oder? Ab. Aber ging einmal schön krumm, ne? War schöner Widerstand erst, ja. Shit. Schade. Alter Schwede, ne? Ey, wir sind gerade 10 Meter gegangen oder 20 Meter. Zwei Zecken erwischt, aber was für Kravenzmänner. Die hatten fast Murmelgröße, ne? Was geht denn hier ab bei euch im Machtebusch? Ja, wir sind ein bisschen außer Atem. Kleiner Fußmarsch. Wir haben nochmal tatsächlich die Stelle gewechselt, sind direkt unter der Brücke. Weil ich stand eben oben auf der Brücke und habe bestimmt 10 bis 20 Brassen hier vorne rumschwimmen sehen. Hier habe ich eben ein Futterbein reingeworfen und jetzt versuchen wir hier nochmal unser Glück. Und ja, vielleicht klappt es ja hier. Bislang sind wir ja nicht so erfolgreich, ne? Wobei, du hast ja gerade einen richtig schönen verkackt, ne? Naja, aber ich denke, hier klappt es jetzt. 10 Minuten. Denkt an meine Worte. 10 Minuten. Dennis, das wird aber auch mal Zeit hier, ne? Das wird jetzt mal endlich Zeit hier. Hängt sie? Hängt. Brasse? Ja. Schön. Oh ja, musst du vom Ast ein bisschen weghalten, wa? Oben drüber. Forelle. Ja. Forelle, genau. Ich will keschern, jetzt hängst du, glaube ich, im Ast drin. Ja, sauber. Petri. Da ist er. 1-0 für Wurzelbilder, ne? Sehr schön. Wurde aber auch echt Zeit, ne? Das wurde jetzt echt mal Zeit. Wir haben das schon fast aufgegeben. Oh, siehst du, hat schon Laichausschlag, ja? Ja. Schöner Klodeckel. Super, schöner Fisch. Die Größen wollen wir, ne? Die wollen wir. Na, vielleicht haben wir sie jetzt am Platz. Dann geht's jetzt los. Oh, mein Lieber, hat wohl dein Krabbenzeug ein bisschen gefruchtet, wa? Jetzt steht's definitiv 1-0, also. Ja. Du fischst jetzt hier ganz normal Futterkorb. Futterkorb. Am Anti-Tangle-Boom. Genau. Kleinen Haken, ne? Kleinen Haken. Tja, dann raus damit, ne? Jetzt sind sie am Platz. Lass dir ruhig Zeit. Nee, jetzt sind sie am Platz. Jetzt muss die Route sofort wieder rein. Fragt am besten nicht, Leute. Wir haben es tatsächlich nochmal gewagt. Wir sind nochmal wieder umgezogen. Und zwar wieder an die Stelle, wo wir anfangs waren. Weil wir beide einfach ein besseres Gefühl hier haben. Oder auch hatten. Ja, weil da rechts, da ging gar nichts. Wir haben zwar die Fische von der Brücke aus gesehen.
Aber sobald man den Futterkorb reingeworfen hat, waren sie gleich wieder weg, weil es ist sau flach da hinten. Also wir haben da, glaube ich, was haben wir da, 30, 40 Zentimeter Tiefe maximal, ne? Halben Meter vielleicht maximal. Genau, und hier haben wir wenigstens so einen Meter, vielleicht anderthalb manchmal. Und ich denke mal, oder wir denken, dass die Fische vielleicht nicht ganz so spooky sind, wenn wir hier angeln. Und ich denke, wir werden jetzt hier auch bis zum bitteren Ende durchziehen, ne? Ja, Dämmerung ist jetzt nochmal eine gute Zeit. Da könnte jetzt nochmal was gehen, ja? Denke ich auch. Also der Futterplatz ist ja noch so ein bisschen angelegt von vorhin. Klar, nochmal ordentlich nachgefüttert gerade. Und jetzt muss man einfach so ein bisschen hoffen. Ich meine, immerhin hast du ja eine gefangen. Also es steht ja 1-0. Ich muss mich jetzt ranhalten. Aber hier wird ja auch mit unfairen Mitteln gekämpft. Da werden zwei Ruten rausgeworfen. Ich habe ja nur eine. Ja. Weil mir gerade die eine andere abgerissen ist. Ich habe keine Lust, die nochmal aufzubauen. Also wie gesagt, das ist ja eh heute nur so ein Spaßangeln und wir machen ja keinen richtigen Wettkampf draus. Jetzt ist tatsächlich so ein bisschen unser Ziel, überhaupt noch Fisch zu liefern. Für uns und für euch natürlich. Und ich denke, das wird schon hart genug. Was meinst du? Ich denke, da kommt noch was. Aber wir haben auch gesehen, dass die zum Teil schon Laichausschlag hatten, ne? Ja, die Brasse, die ich eben gefangen habe, die hatte schon komplett Laichausschlag. Vielleicht beißen sie deswegen nicht so gut. Ja, vielleicht sind sie schon ein bisschen weiter. Ich meine, wir haben echt gute Temperaturen gehabt die letzte Woche. Ja. Man weiß es nicht, ne? Aber aufgeben ist wie immer keine Option. Es ist wunderschön hier, schön warm. Und wie gesagt, die nächsten 3 Stunden, da wird schon wohl noch irgendwas passieren. Drückt uns die Daumen. Petri. Ja, Petri, danke, aber die wollen wir gar nicht, ne? Doch, wir freuen uns immer, oder? Nee, so 10-mal größer oder so. Wäre schon gut, ne? Wäre schon ganz gut, ja. Naja, immerhin. Naja, immerhin. Schöner Köderfisch wäre das für Hecht. Jo. Was machst du da? Ich kapituliere. Ich gebe auf, möchte nicht als Schneider nach Hause fahren. Von daher ganz kleiner Haken, 2 Maden, Posenrute. Und jetzt mal wirklich voll in den Schwarm hier vorne rein, in der Hoffnung, dass ich zumindest vielleicht noch eine kleine Plötze kriege. Oder eine Güster, da wurde es auch sehr viele Güstern vorhin, ne? Man muss ja auch dazu sagen, das Wasser, das kocht jetzt förmlich, ja. Also das Wasser kocht, ich versuche das gleich nochmal einzublenden. Also überall Weißfisch, überall Futterfisch. Eben gerade schon wieder, ne? Wahnsinn, was hier alles rauskommt. Aber man kriegt die Brassen irgendwie nicht so richtig zum Fressen, überredet. Wie gesagt, wir wissen nicht, warum es so ist. Und dann haben wir auch noch ordentlich Pech gehabt. Also wie gesagt, wir hatten jeder noch 2 Brassen, glaube ich, im Drill gehabt. Ausgeschlitzt. Also es hätten hier schon 4, 5 schöne Klodeckel werden können, ne? Mhm. Hätte, lag im Bette. Was ist denn das? Ein kleiner Rapfen, oder? Oder ist das ein Aaland? Dürfte ein Aaland sein, ein Junge. Wobei, ihr habt ja auch sehr viele Hybriden hier, ne? Also keine außengewölbte Afterflosse, sondern nach innen. Das spricht eigentlich immer für den Aaland. Sieht aber auch so ein bisschen aus wie so ein Rapfen, ne? Naja. Ich bin entschneidert. Ja. Sehr gut. Petri, sage ich dazu. Petri, Dank. Und der nächste. Kleine Verletzung hinten am Schwanz. War wahrscheinlich mal Mr. Airsox dran, wa? Aber sehr schön. Ach, Stippen macht doch auch Spaß. Wer will schon hier so ein Messed Feeder angeln machen? Das sind wir mit großen Brassen, oder? Dennis? Genau so. Die kleinen machen auch Spaß. Wenn die Pose abtaucht und wandert, das ist doch wie in der Jugend. Ganz klassisch. Na? Dennis, gratuliere. Bist mächtig stolz, oder? Jawohl. Eine Brasse. 1-0. 1-0 gewonnen. Ja. Ja gut, immerhin. Fisch ist Fisch. Ja. Wir haben uns das aber, glaube ich, beide echt anders vorgestellt. Ja, wir haben uns das anders erhofft auch mal. Aber so ist Angeln. Man steckt nicht immer drin. Auch Brassenfangen ist nicht immer einfach, nicht immer leicht. Woran es jetzt lag, steht in den Sternen geschrieben. Wobei, wir haben uns ja einige Ausreden einfallen lassen, ne? Ja, ein paar schöne Ausreden hatten wir. Ein paar schöne Ausreden also, haben wir. Gehört dazu. Gehört dazu, es blieb jetzt bei dem einen großen Fisch, wie gesagt, sind einige abgefallen, einige gute Bisse und viel, viel Kleinfisch jetzt am Ende nochmal, aber tja, müssen wir es an irgendeiner anderen Stelle, an einem anderen Ort, an einem anderen Zeitpunkt einfach nochmal wiederholen, würde ich sagen. Genau. Ne?
Wir hoffen natürlich, das Video hat euch dennoch gefallen. Schaut gerne mal bei Dennis auf dem Instagram-Kanal vorbei. Werdet ihr bestimmt noch mal sehen hier auf dem Kanal. Und wir sehen uns wieder nächste Woche. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.